Five Nights at Freddy's. That's where I wanna be. Five Nights at Freddy's. Ihr Ehrenmänner, also letztes Mal habt ihr Kommentare rausgeballert. Ich weiß jetzt alles. Ich danke euch vielmals. Ich weiß zum Beispiel, dass Balloon Guy, gegen den kann ich nichts machen. Der kommt einfach, der klaut mir Batterien, der tut mir aber auch nichts, der tötet mich nicht. Das ist wahrscheinlich eher so wie Foxy mit der Tür, dass er mir halt Strom abzieht. Was übertriebenst nervig ist. Aber er nimmt mich nicht hops. Gegen Mängel und Foxy muss ich einfach ganz oft anleuchten. Dann gehen die weg. Und gegen alle anderen muss ich die Maske aufsetzen. Und ich muss für Puppet immer die Spieluhr aufziehen. So habt ihr mir das geschrieben. Ich vertraue euch. Wir schaffen jetzt heute die zweite Nacht. Geht jetzt schon los mit Spieluhr. Das ist natürlich ganz widerlich. Ich brauche aber dann, würde ich jetzt mal theoretisch behaupten, gar nicht so groß hier rumsuchen. Auf den Camps. Ich warte einfach hier. Chill meine Base. Schau, ob die kommen. Weil dieses immer sehen, ob die jetzt näher da sind, davon habe ich ja nichts. Ja, wir machen das extrem chillig heute. Extrem chillig. Sind eh noch alle da. Ziehen wir die Spieluhr wieder auf. Alles cool, alles cool. Was ihr mir nicht geschrieben habt. Ach so, genau. Und wenn jemand da ist und ich setze die Maske auf, anscheinend, wenn die Radiogeräusche weg sind, dann ist auch die Animatronic weg. Was ihr mir noch nicht geschrieben habt, ob ich die Bonnie und Chica auch hier nochmal sehe. Oder ob ich die nur hier sehe. Aber gut, das findet man noch raus. Ein bisschen was muss ich ja auch selber rausfinden. Ne? Kann ja nicht die ganze Arbeit euch machen lassen. Dann könnt ihr es ja gleich selber spielen. Oh, wieso ist die Spieluhr so schnell leer? Ah, da oben ist Mängel. Oder Foxy, ich weiß, ich kann die immer noch nicht auseinanderhalten. Ihr habt mir auch geschrieben hier mit Toy Bonnie, Toy Foxy und so. Also das sind ja anscheinend die Toys. Die schauen ein bisschen süßer aus, hat's geheißen. Wirklich süß finde ich die jetzt nicht. Da ist Bonnie. Ja doch, ist schon ein bisschen süßer, gell? Hat so Disney-Augen und so. Okay, also wir sind nach wie vor gechillt. Wer hat mich letztes Mal weggebounced? Chica hat mich erwischt. Gut, das weiß ich jetzt. Hätte ich die Maske aufsetzen müssen. Ah, die Taschenlampe geht nicht. Das heißt... Oh, was? Oh, schau. Den muss ich jetzt ganz oft anleuchten, dann geht er weg, hat's geheißen. Ah, was hieß das nochmal, wenn die Taschenlampe nicht geht? Oh, Chica. Okay, also Maske aufsetzen. Aber Radiogeräusche höre ich nicht. Okay, es ist aber weg. Alles cool. Bis jetzt funktionieren eure Tipps. Es ist aber auch erst 2 Uhr in der Nacht, gell? Das ist halt... Wir haben noch viel vor uns. 3 Uhr. Oh, oh. Oh, oh. Das war Schacht. Da ist jemand im... Oh! Geht weg. Ich leuchte euch doch an. Ah, Chica ist auch da. Fuck. Ja, das ist jetzt kacke, weil ich kann ja... Ah ja, schau. Der greift mich jetzt an. Das heißt aber, dass er einfach nur vorbeigeht. Das habt ihr auch geschrieben, genau. Wenn die aus dem Schacht kommen, dann gehen die vorbei, wenn ich die Maske aufhabe. Und dann ist der Angriff quasi beendet. Freddy, wenn da steht, muss ich auch die Maske aufsetzen. Was halt blöd ist, so... Ja, das ist blöd, wenn ich jetzt die Spieluhr aufziehen muss. Und wenn ich, er kommt näher, Mann, Digga. Wenn Mängel da ist und ich muss Taschenlampe machen und gleichzeitig kommt Chica, dann kann ich ja nicht die Maske aufsetzen. Ah, jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Nein, Spieluhr, Digga! Jetzt höre ich die Radiogeräusche. Jetzt lass mal die Maske einfach mal auf. Jetzt sind sie weg. Und sie ist auch weg. Alter, es funktioniert halt echt alles. Ich finde, das ist irgendwie besser spielbar
nutzen wir die Zeit und ziehen die Spieluhr auf. Ich finde, das ist irgendwie besser spielbar als der erste Teil. Also es macht alles irgendwie mehr... Man hat ein bisschen mehr Kontrolle, finde ich. Ich habe den ersten aber auch schon echt lange nicht mehr gespielt. Vielleicht irre ich mich da auch. Geh weg. Geh weg. Mann, ich leuchte dich doch an. Verpiss dich. Verpiss dich. Er verpisst sich nicht. Hallo, ist doch Ball. Oh. Vorbei. Oh, es ist 5. Wir stehen doch gut im Schuh. Jetzt macht's keinen Quatsch, Leute. Macht's jetzt bitte keinen Quatsch. Das schaut super aus. Das schaut sehr, sehr gut aus. Jetzt geht Bonnie, okay, genau, passt. Wunderbar. Angriff ist vorbei. Nein, Freddy kommt näher. Nein, jetzt nicht Freddy. Nein. Nein, jetzt bitte nicht, Digga. Digga, hör auf, bitte. 6 Uhr, komm. Wir lassen jetzt einfach die Maske auf. Mängel war nicht da, ich brauche jetzt keine Taschenlampe. Die Spieluhr ist, ja, 3/4. Komm. 6 Uhr. Mängel, okay. Scheiße Spieluhr. Die Runde, das schaffen wir, die Nacht schaffen wir. Locker. Easy, Alter. Auf jeden Fall. Das Spiel ist zu easy für einen Big Brain wie mich. Geil. Boah, Leute, das taugt mir mal richtig. Ihr habt mir so geile Tipps gegeben und die funktionieren und wir haben die Nacht geschafft. So muss das ablaufen. Beste Community, Alter. Fatman's Group, ich küsse eure Augen. Was ist denn jetzt los? Hä? Bin ich jetzt ein Animatronic? Bin ich jetzt Freddy? Scheiße, Alter, was war denn das? Okay. Ich mute Phone Guy immer, weil ich mir das, ich höre mir das nicht an, aber ich möchte, wenn ich weiter bin, also wenn ich auch 3 und 4 gezockt habe, Sisters Location, die ganzen Späßchen, dann gebe ich mir mal die komplette Story. Und vielleicht mache ich auch ein Video dazu. Ist wahrscheinlich nicht nötig, weil gibt es schon genug Videos dazu. Aber ich verpacke euch das dann ein bisschen anders. Wow! Boah, Grantix verschluckt gleich. Ja. Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Das ganze Headset verrutscht. Was zur Hölle war denn das? Was war denn das für eine Kackrunde, Alter? Wieso werde ich denn da gleich am Start so hops genommen? Ich habe mich jetzt voll sicher gefühlt, hatte voll das Selbstvertrauen, weil wir die erste Runde so gerockt haben und dann nehmen die mich so dermaßen auseinander. Man kann es ja ein bisschen übertreiben. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Fetzen jetzt noch die dritte Nacht weg. Und die Spieluhr, kann es sein, dass die mit jeder Nacht schneller abläuft? Das geht nämlich jetzt echt schon rasant. Verpiss dich. Das, wenn die Taschenlampe nicht mehr geht, das triggert mich anders. Da rechne ich eigentlich immer schon damit, dass ich weg bin vom Fenster. Ich glaube, dass jemand im Schacht ist, hört man ja extrem. Deswegen würde ich sagen, wir leuchten echt nur in den Gang. Ziehen unsere Spieluhr auf und leuchten in den Gang. Okay, das war Balloon Guy, oder? Da ist Mängel oder Foxy, was weiß ich. Das ist Mängel, glaube ich. Foxy ist der ist so pink, oder? Mann, hör doch!
Boah, das mit der Taschenlampe ist ätzend. Das habe ich noch nicht so ganz raus, warum die kurzzeitig immer nicht mehr geht. Wieder, also der hat es auf mich abgesehen, oder? Ich will den jetzt noch. Ich glaube, das ist jetzt bald im Schacht, weil ich immer jemanden kriechen höre. Jetzt ist er weg, oder? Genau. Okay. Ja, so ein bisschen verstehe ich schon das Prinzip. Also wenn er weggeht, dann geht halt quasi kurz die Taschenlampe nicht mehr. Und wenn sie dann wieder geht, ist er weg. Das passt dann schon, okay. Jetzt ist jemand im Schacht. Balloon Guy. Okay, Balloon Guy ist wurscht. Gegen den kann ich nichts machen. Soweit ich weiß, klaut der halt meine Batterie und... ja. Ist ja nicht so dramatisch. Also... Grüße! Und die Batterie und die Lampe geht nicht. Ja, Digga. Was, geht der jetzt nicht mehr weg? Geil, ich bin schon wieder Foxy. Letzter Versuch. Du kannst halt auch nichts machen, wenn meine Taschenlampe nicht geht. Was soll ich denn tun? Hätte ich jetzt was tun sollen, dass Balloon Guy nicht reinkommt? Kann man da was machen? Das weiß ich nicht. Alter, vor allem, ey, Foxy ist der Einzige, wo es mich so richtig reißt. Das ist, alle anderen, die kündigen sich so eher an. Er jumpt halt echt aus dem Nichts. Boah, zweimal anders fies gecatcht. Ich muss aber auch sagen, ich glaube oder ich finde, es ist auch so ein kleines bisschen Glücksspiel. Okay, jetzt ist Foxy da. Wir leuchten ihn an. So, jetzt geht die Taschenlampe nicht mehr und jetzt ist er weg. Ja, okay. Also das Prinzip habe ich jetzt schon mal verstanden. Aber wenn jetzt zum Beispiel Balloon Guy kommt und ich meine Taschenlampe nicht benutzen kann, ist halt scheiße. Das ist halt dann einfach Pech, weißt du? Das meine ich. Das ist so wutzi-wutzi Glücksspiel ist es auch. Es sei denn, ich hätte jetzt was gegen Balloon Guy machen können und ich weiß es halt nicht. Vielleicht hätte ich, wo er da im Schacht war, meine Maske aufsetzen müssen oder so. Verpiss dich. Okay, ist wieder weg. So schmeckt das. Jetzt ziehen wir mal unsere Spieler wieder auf. Die Zeit vergeht halt so langsam. Ich kann das nicht glauben, dass eine Runde 4,5 Minuten dauert. Mir kommt das vor wie, weiß ich nicht, eine Viertelstunde pro Runde. Da ist er wieder. Dieser nervige, elendige. Oh! Das habe ich auch noch nicht raus, woran ich jetzt check, dass sie weg ist. Also ich muss halt immer wieder nachgucken. Das nervt ein bisschen. Okay. Scheiße, jetzt kommt wieder alles zusammen. Wieso ging jetzt die Taschenlampe nicht? Foxy ist doch gar nicht da. Jetzt wird mich ja wahrscheinlich Chica bürsten, oder? Ne, Chica ist weg. Okay. Warum auch immer. Balloon Guy kommt näher. Mängel. Jetzt warten wir, bis Mängel weg ist. Dann müssen wir die Spieluhr wieder aufziehen. Okay, ist weg. Spieluhr. Ich glaube, wenn die Spieluhr abgelaufen ist, dann bist du, dann hast du instant verloren. Da kannst du nichts mehr retten. Soweit ich weiß. Okay, jetzt ist jemand im Schacht. Hallo? Okay, aber noch nicht ganz da. Dann ziehen wir die Spieluhr nochmal auf. Mein Gott, jetzt ist er wieder da. Boah, der kommt echt permanent, gell? Es ist 3 Uhr, wir haben volle Taschenlampe.
Okay, jetzt ist er weg. Ah, Chica. Jetzt wollte ich eigentlich gerade die Spieluhr aufziehen. Chica macht das aber, glaube ich, mit dem Angriff nicht. Das macht nur Bonnie. Scheiße, Bonnie. Ah. Mann, jetzt sind sie wieder alle am Start. Eddie, wenn alle auf einmal kommen, hast du verschissen. Was willst du denn da machen? Spieluhr. Ja, ja, ich bin schon da, ich bin schon da. Jetzt ziehen wir sie komplett auf, no risk, no fun. Schau mal, wie lang es schon 3 Uhr ist. Erzählt mir nichts von 4 Minuten. Niemals. Es wird nicht 4. Vergiss es. Okay, es ist 4. Okay, er ist weg. Aufziehen. Ja, die Runde sieht wieder ein bisschen besser aus gerade. Spieler. Wir müssen echt jede... Alter, was war das? Warum? 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 Wo war der? Hat den einer von euch gesehen? Der war noch nicht da. Ich habe die Schächte doch nochmal angeschaut, bevor ich die Spiele aufgezogen habe. Egal, wir haben eine Nacht geschafft. Wir werden immer besser. Dank euch. Ich danke euch vielmals. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Diesmal bin ich ja gleich dreimal erschrocken und das nicht zu wenig. Darauf steht ihr ja vorhin, wenn der Hausbube erschrickt. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch vielmals für den Mega-Support, den ihr mir gebt. Haut rein und bis zum nächsten Video. Remember me for centuries.